bin alleine hier, der Daumen ist kacken. Ja, ihr fragt euch ja vielleicht, was ich hier jetzt mache. Ihr kennt mich ja vielleicht schon aus einem gewissen älteren Format, was wir schon mal gemeinsam verbracht haben, also der Torben und ich. Er kommt jetzt gleich. Oh, oh Gott! Oh, oh. Ach, was ist das denn hier nicht schön? Na, was ist denn das? Da fliegen schon Viecher rüber. Eine Cola. Eine Diana. Na? Und hier? Was ist denn das? Ach du Scheiße! So Leute, ich habe den Irren jetzt verjagt. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem vernünftigen Video hier. Ein Fan hatte darum gebeten. Eigentlich habe ich ja keine Fans. Jemand hatte unter ein Video geschrieben, dass ich mal das Longboard erklären soll, was ich gekauft habe. Und ich würde mal sagen, auf den Wunsch werde ich jetzt mal eingehen. Und ja, kommt mal mit! So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, weswegen wir plötzlich in einer komplett anderen Location sind. Das liegt einfach daran, dass die Spur, die wir vor Ort aufgenommen haben, mit Windgeräuschen total zugespammt war. Und das wollte ich euch nicht antun, weil da platzen euch nämlich dann die Ohren. Deswegen machen wir das hier, also lasst euch davon einfach nicht irritieren. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Sache. Also erstmal würde ich erfahrungsgemäß sagen, dass dieses Longboard nicht so geeignet ist wie ein Drop-Through, also geeignet für Anfänger ist. Einfach aus dem Grund, weil das kein, wie ich gerade eben schon gesagt habe, kein Drop-Through ist. Ich kann das Wort gar nicht so richtig aussprechen. Liegt einfach daran, ich kann euch das mal zeigen. Drop-Through bedeutet einfach, dass die Achsen durchs Board gehen und wie man hier sieht, sind die wie beim normalen Skateboard einfach unten dran geschraubt und das liegt einfach, das bewirkt, dass das Board höher liegt und ihr nicht so eine gute Board-Control habt. Und das ist beim Pushen natürlich auch schwerer, weil ihr einfach viel mehr quasi in die Knie gehen müsst. Hier schön mit meinem Fingerchen angedeutet. Ja, das ist schon mal der erste Punkt, den ich also ein bisschen negativ finde, aber das hat auch seine Gründe. Dazu kommen wir jetzt. Das Longboard, wie man hier sieht, ist hier, also es ist ein Twin-Tip erstmal. Wer nicht weiß, was Twin-Tip bedeutet, das bedeutet einfach, dass wenn man hier die Spiegelachse nimmt, dass beide Seiten gleich sind und man somit auch in beide Richtungen fahren kann. Also beides ist vorne und hinten. Dann haben wir hier jeweils Tail und Nose oder eben Nose und Tail. Einfach deswegen, damit man mal, was ich, einen Wheelie machen kann oder so. Deswegen ist das Ganze hier auch ein Allround-Board. Um das Ganze kurz zu halten, werde ich jetzt noch sagen, dass das ein Rocker-Board ist hauptsächlich, aber in der Mitte haben wir Teile vom Camber. Das kann ich euch jetzt nicht wirklich zeigen, das müsst ihr dann selber spüren. Liegt einfach daran, dass ihr dann beim Top-Mount, also weil die eben kein Drop-Through sind, die Achsen, dass ihr dann wenigstens, sag ich mal, ein bisschen Board-Control habt. Bei den Gelenken hier ist das wie bei jedem Standard-Longboard 45 Grad bei beiden, dass man eben eigentlich problemlos in jede Richtung fahren kann. Ja, die Kugellager von den Wheels, das sind, also das hier jetzt sind Standard 9060 Wheels mit ABEC 5 Kugellagern, Spacer sind auch mit drin. Ja, das ist eigentlich alles zu dem Longboard, das ist das 9060 Double Kick, ich habe den Namen gar nicht gesagt. Ja, und das Deck sieht so aus, also ich mag diese Zeichnung, gefallen aber wahrscheinlich nicht jedem. Ja, deswegen habe ich es mir gekauft, weil ich es cool fand, das Board. Ich komme damit persönlich gut zurecht, aber da muss man sagen, ich bin auch kein Anfänger mehr. Also überlegt es euch besser, ich würde für Anfänger lieber das 9060 Boobam empfehlen, einfach deswegen, weil das Drop-Through ist und wirklich nur so auf dem Boden liegt. Also man hat eine deutlich geringere Höhe. Ja, das war's eigentlich zu meinem Longboard. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder ja, benachrichtigt mich auf anderem Wege. Ich beantworte da gerne irgendwelche Fragen, die ihr mir noch stellen wollt. So Freunde, ich gehe bei dem schönen Wetter mit Janis noch ein paar Häuser in der Luft sprengen. Ja. Und ja, liebe Freunde, nutzt das schöne Wetter. Es ist nur noch heute. Oder das Video kommt eh morgen, von daher braucht es euch nicht mehr interessieren. Nutzt schönes Wetter, es regnet bald. Macht es gut.